So, herzlich willkommen zurück zu My Test Let's Play auf dem Creative Server. Yay! Yeah. Dinge sind geschehen, Dinge sind passiert, eigentlich nur eins, und zwar habe ich mich mal dazu entschieden, hier ein schickes Texture Pack zu aktivieren. Das ist der falsche, das hier wollte ich aktivieren. Texture Pack zu aktivieren. Warum, weiß ich nicht. Ist auch richtig. Gut, ich hab da. So. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, P. Q, S, U, F. So. Ja. Ansonsten weiß ich gar nicht, wir waren letztens von Natur zurück und haben ein bisschen Eisen gefunden. Wir haben mittlerweile eine Säge. Und ansonsten, genau, haben wir eigentlich nur, ja, letzte Woche quasi eigentlich die ganze Zeit nur Kupfer und Silber gefunden. Was natürlich schön für Werkzeuge ist. Aber ja, für mich halt auch nicht. So. Wenigstens haben wir mittlerweile ein paar geschützte Blöcke. Kisten meine ich doch. Gott, initialisiere Blöcke, wie lange dauert denn das denn? Ja. Das heißt, wir können jetzt eigentlich soweit mit unserem Haus loslegen. Denke ich mal. Ah, das ist doch mal ein schönes Texturenpack. Oh. Und die ersten Anzeigefehler. Lol. Das ging ja schnell. So, wir brauchen unser Cleanstone. Warum ich auf dieses Texturepack kam, ist, weil ich zwischenzeitlich auf dem IFS-Server gespielt habe, also Il-Fusel-Server. Ja, IFS ist ein bisschen so dieses typische Dings da, wo das Wort selber schon mit drin ist. Das heißt, IFS steht dafür Irfusel-Server und das Ding heißt aber IFS-Server, also Irfusel-Server-Server. Ja, warum man das so macht, oder ich habe gerade falsch in Erinnerung, keine Ahnung. Was soll ich gerade sagen? Warum haben wir nur so wenig Cleanstone? Gut. Das heißt, wir brauchen hiervon ein bisschen, davon ein bisschen, davon ein bisschen, davon ein bisschen. Dann haben wir Steinziegel. Ich mache erstmal nur 40. So, das kommt jetzt da oben rein. Und jetzt können wir hier mit der Säge alles machen, was uns beliebt. Zum Beispiel diese angesenkten Dinger. Und jetzt weiß ich nicht, also was ich vorhabe. Ich mache es vielleicht erstmal vor, damit ich es selber auch ein bisschen austesten kann, wie das geht. Kann man Erde sägen? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Ne, Erde kann man nicht sägen, war auch klar. Also, ich meine, wer packt schon Erde auf eine Säge? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Hey, ach, ich habe bereits einmal. Wow. Deswegen hatte ich doch nur noch so wenig Cleanstone. Na, das macht Sinn. Egal. So, du kommst zurück. Ja gut, ich. Komm, ich schmeiß mal hier 10 mal rein. Mach daraus erstmal hier. Warum komme ich 13 daraus? Ach so, ja, klar. Macht ja Sinn. Genau. Gut, gut, gut. Ne, du. Komm, wir machen einfach mal instant alles. Beziehungsweise, wir machen es mal so, dass daraus eine gerade Zahl kommt. Hä? Okay. Was ist jetzt los? Ah. Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt die 60 reinklatsche, müsste ich genau 80 rausbekommen. Perfekt. Gut, wir ziehen mal kurz ab, wie viel Stellfläche unser Haus hat. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Achso, ja doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fuck my life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ach, hier geht eine gerade Wand durch. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das heißt 55. Okay. 55 Steine brauche ich also. Dann wären das natürlich zu viel. Das wäre dann so. Dann nochmal 3 dazu. Wären 44. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann wäre einer zu viel, ganz ehrlich. Fuck off. Achso. Danke. Perfekt. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist zum Besseren. Also erstmal müssen wir ein Ufi hinsetzen. Und zwar nach außen gedreht. Das hat schon mal nicht funktioniert. Gut, nee, wir machen uns einfach mal direkt einen Schraubendreher. Und zwar brauchen wir einen Schraubendreher, um das Ding auszurichten. Und dann ein Replacement-Tool, damit alle anderen genauso gesetzt werden können. So, wir brauchen für Schraubendreher brauchen wir einmal Eisen. Oh ja, okay, Zinn hat keine neue Textur. Das ist nur dieses Ding hier. Wir brauchen einmal Eisen und wir brauchen einen Stock. Und dann brauchen wir noch einen Stock für das Replacement Tool, wofür wir denn noch. Was mach ich denn da? Achso. Zwei Kisten brauchen. So. Das heißt, du kommst rein, du kommst da rein. Genau, dann haben wir einen Schraubendreher und jetzt. Achso. Erstmal zwei Kisten. Und die packen wir jetzt so hin, dann haben wir ein Replacement Tool. Perfekt. Und jetzt kommt's. Wir hatten bereits ein Replacement Tool wetten. Nein. Okay, Glück gehabt. So. Das heißt, mit dem Schraubendreher kann ich jetzt das Ding hier. Genau so. Und jetzt kommt das einmal. Eigentlich müsste es doch auch gehen, wenn ich das so mache und den jetzt daran setze. Ja, das geht. Da brauche ich den Schraubendreher nämlich doch nicht. Gut. Ah. Hab gerade aus Versehen Linksklick geklickt statt Rechtsklick. So, und jetzt kann ich das nämlich hier ein. Oh. Wir werden viel Geduld brauchen. Wir werden sehr viel Geduld brauchen. Und dabei ist mein Nervenkostüm wegen Hexenbreit so angeschlagen. Oh, wir werden viel Geduld brauchen. Ach, Steinaxt. Nein, ich brauche eine Steinaxt.
Spitzhacke. Alter, ey. Okay, das heißt, wir werden erstmal hier die ganzen Blumen abmachen. So, jetzt kann ich hier ordentlich bauen. Schwupps, da wups. Perfekt. So, dann immer hier das Gleiche. Kann ich das Ding jetzt auch gegen die Blume stellen? Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. So, bam, genau, und jetzt, jawoll, so. Oh, du musst wieder weg. Dann kommt jetzt hier einer hin, da ging wieder ein Stein. Und du bist weg. Boah, später geht er schon kaputt. Lol. So. Okay. Dann kommt es einmal hier rund hin. Das Ding. Dann kommt wieder weg. Jetzt das Ding hier graben. Grab the Pussy. Dass Donald Trump nach so einem Spruch überhaupt noch Präsident sein kann, das ist traumatisierend. So, die Frage ist, was mache ich hier? Weil hier soll eine Zwischenmauer eingefügt werden. Sollte ich außen trotzdem nochmal so einen richtigen Stein setzen? Also so ein Ding oder irgendwas Besonderes? Ich packe es erstmal dahin. Entfernen kann ich es ja später immer noch. So. Damit ist unser Fundament von außen schon mal fertig. Mir fällt jetzt so auf, dass das Ganze falsch rotiert ist, weil es optisch besser aussehen würde, wenn die Steine flach sind und nicht hochkant. Es ist ja hier schon wieder absoluter Albtraum. Ist nicht dein Scheiß ernst. Ja, das Replacement Tool ist immer mit Vorsicht zu genießen. So, die Frage ist, wie leicht geht das jetzt rotiert? Okay, sehr leicht. Trotzdem frage ich mich, ob unser Schraubendreher einmal Reihe rum reicht, weil das Problem ist, diese Schraubendreher haben leider nur eine sehr kurze Lebensdauer, weswegen ich das auch Ganze lieber mit dem Replacement Tool mache. Erstens muss ich dann nicht bei jedem Stein 50 mal raufklicken, so wie jetzt zum Beispiel. Und vor allen Dingen, es geht natürlich auch wesentlich schneller mit dem Replacement Tool. Boah, das ist im Raum, das schallt jetzt hier so extrem. Ja, und dementsprechend arbeite ich persönlich lieber mit dem Replacement Tool, weil es einfach viel angenehmer ist. Ja, so sieht es auch in Ordnung aus. So sieht es auch gut aus. Okay, das heißt, oh, siehst du, der Schraubendreher hat sogar noch 2/3 seiner Lebenskraft. Whatever. So, einen haben wir jetzt noch übrig. Damit kann man leben. Apropos, siehst du, können wir mal gleich mal hier ein bisschen nach unseren Sachen gucken. Ich traue mich von dem Zeug hier noch nichts abzuernten. Weil das sieht hier noch nicht sehr reif aus. Aber das hier sieht reif aus. Reif. Es sieht reif aus und nicht reich. Wie komme ich auf reich? Dann sehen die Dinger hier reif aus.
sehen die Dinger reif aus. Oh, waren sie scheinbar noch nicht, aber ich habe immer nur eins bekommen. Was ein Indiz dafür ist, dass sie noch nicht reif waren. Schön Zwiebeln. Natürlich auch schmackhaft. Und ja, alles andere sieht mir noch zu unreif aus. Hä? Habe ich sie nicht gerade abgeerntet? Okay. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns auch gleich mal bei Äpfel hier. Gerade die Äpfel sehen bei dem Texturenpack ultra lecker aus. Sehen aus wie richtig echte saftige Äpfel. So müssen Äpfel aussehen. Wobei dieses Texturenpack ist natürlich auch wesentlich höher auflösender. Weil das normale Texturenpack ist ja 16x16 und das Texturenpack nutzt Texturen mit einer Auflösung von 32x32 Pixeln. Von daher sieht alleine schon deswegen alles besser aus. Wobei natürlich besser im Auge des Betrachters liegt, weil ich persönlich mag diesen Charme von den einfachen Texturen. Weswegen ich mir auch nicht so ein 512 Texturenpack da installiere. Oder so ein 4K Texturenpack, noch schlimmer. Die Ausbeute ist ja alleine herzallerliebst. So, dann würde ich mal sagen, schmissen wir erstmal alles rein hier. Nehmen uns noch mal einmal Dschungelholz, wo auch immer das ist. Dann klatschen hier noch mal einen Baumstamm drauf. Können wir nämlich hier noch mal 4 Dinger ranmachen. Perfekt. So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal unser Fundament. Die Sache ist, ich hätte gerne hier unten, hier wo man das Ding jetzt sieht, hätte ich so einen kleinen Absatz noch. Ich habe. Die Frage ist, was bietet sich dafür an? Wir könnten daraus entweder so ein kleines Blumenbeet machen, dann bräuchten wir Gravel, davon haben wir aber nur 28. Oder wir machen es ein bisschen grob strukturierter mit Pflasterstein. Ich probiere mal Pflasterstein. Und klatsch die Kacke hier mal rein. Ja, ich weiß nicht, doch, kann man so machen. Gut, dann machen wir das genau so. Oder wir lassen das an der Stelle. Ich bin gerade am überlegen, ob wir hier einfach normales Dirt lassen, aber quasi das Dirt einmal abbauen und dann wieder hinbauen, sodass es dieses ganz normale Dirt wird. Also mit der Textur hier oben. Guck mal ganz kurz. Ein Wunder, wie wenig diese steilen Spitzhacken aushalten. So. Voll, so sieht doch auch ganz schick aus. Die Frage ist, bleiben sie wirklich so, weil hier was drauf ist? Oder sagt der gut, hier ist ja etwas drauf, aber das geht nicht ganz ran, also mache ich das auch grün irgendwann. So, das wäre echt scheiße. Okay.
Wenn ihr wisst, warum es hier gerade so schnell geht, ich halt einfach links und rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt. Das heißt, weil ich nichts in der Hand habe, kann ich nichts hinbauen. Das heißt, ich baue einfach nur ab. Und sobald ich es dann abgebaut habe, habe ich ja was in der Hand und setze es dann ein bisschen gleich wieder. So ein kleiner Performance-Trick. Wie man sieht, geht auch manchmal schief. Aber im Strich ist man damit auf jeden Fall schneller als normal. Jetzt haben wir das schon mal ein bisschen so Absatz. Ach nee, es wird wieder grün. Ach, leck mich doch. Also die Aktion gerade komplett umsonst. Mist, ich hatte so gehofft, dass er diesen Block, der da oben drauf ist, als halt als Block sieht und damit das Zeug nicht mehr begrünt. Ja gut, dann hat das Ganze natürlich nicht hin. Dann war es das an der Stelle. Dann war das umsonst. That's bullshit. Dann müssen wir da also doch irgendwie Kies oder sowas hinmachen, keine Ahnung. Gut, die Frage ist auch, was machen wir jetzt die eigentliche Hauswand? Die würde ich gerne, also schon richtig aus Gestein machen. Und zwar aus Bricks. Die Frage ist halt nur, welche von den vielen. Ach, wollte gerade sagen, okay. Die hier sehen zum Beispiel gar nicht mal so schlecht aus. Wüstensteinziegel. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Feierabend. Dann machen wir nächste Folge, spielen wir mal wieder mit dem normalen Texturenpack. Da wird man auch sehen, wie es dann normal aussehen würde. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. In dem Sinne, schau mit V.